Ist geschafft. Ja, ich muss gerade überlegen. Er hatte sowas wie einen Sturmangriff gemacht, aber er kann auch parieren. Mit dem Wurfspeer. Nee, ausweichen macht er. Also, wenn er Sturmangriff gemacht hat, dann ist es freies Ausweichen. Ja, das war, ich muss gerade überlegen, es war halt so ein Reitersturmangriff. Auch Sturmangriff zu Pferde kostet beide Aktionen. Gut, die erste wird in diesem Fall dafür aufgewendet, ja, das Pferd klar. zum Sturmangriff zu bewegen. Die zweite ist dann der eigentliche Angriff, den du machst. Danke, dann wie viel Schaden kriegt er? 15, komm rein. 15 minus 12, also 12. Er hätte niederreiten sollen, das wäre viel cooler geworden. Abelmir oder wen? Nee, Zulamin. Zulamin. Ja, der andere wollte Zulamin niederreiten. Einer wollte Abelmir niederreiten, einer wollte Zulamin niederreiten. Und das war er nicht geschafft. Wegen dem Gegenhalten. Gut, nächste Kampfrunde. Ja, doch. Ich ziehe jetzt erstmal unten mit meinen Ferkinern vor. Gegen Raphim. Hammerschlag! Hammerschlag mit der Steinaxt. Das ist eine Attacke plus 8. Sie haben keinen Waffenmeister. Erleichtert um uns, weil sie nicht sind. Ich würfel zweimal Hammerschlag. Nicht geschafft. Knapp nicht geschafft. Beide nicht? Nee, beide nicht. Knapp nicht. Was ist denn die andere wert? 17. Dann hat er im 10. Achso, doch, der mit der 10. Ja, gut. Naja, dann. Aber er hat ja zwei Wunden. Nee, die 10 hat tatsächlich noch keine. Nee, die 10 hat noch keine zwei Wunden. Doch, das ist der, den ich zuerst angegriffen habe. Der hat da Wunden kassiert. Und der hat es ja gehalten. Und das ist der, der dazugekommen ist. Der hat dann als zweites einen Angriff kassiert. Du hast ja unten noch. Du hast unten noch einen dritten, ne? Ja, du vergisst, du vergisst den. Nein, du hast der, den noch einen dritten. Der andere hat noch keinen. Außerdem, der hier dürfte technisch gesehen eine Selbstbeherrschung plus 8 ablegen. Also, Hammerschlag mit einer Steinaxt. Sagenhafte 15. Gib mir eine Rüstung. Ich geb dir mal eine Nein! Ich würfel die 1, ist klar. Egal, ich hab noch Harley-Gin. Nicht mehr lange. Er macht einen Schaden. Ja, gut. Es tut weh. Dann, ja, Raffi, mach du die beiden fertig. Ja, die kriegen beide einen Angriff. Ja, immer noch in der falschen Distanzklasse, deswegen um 6 erschwert, der erste. Der hier ist in der... Der hier sind beide? Beide in N, ja gut. Wir sollten dabei in Zukunft bei solchen Situationen Buchstaben dran schreiben. Und der zweite wäre dann um 10 erschwert. Mal gucken, ob ich den überhaupt packe. Packe ich beide. Kriegen beide. Der erste kriegt 25, der andere 26. Ja, beide tot. Bein. Beziehungsweise, nee, der eine ist nur, hat nur zwei Wunden, aber der wird höchstwahrscheinlich gleich. So, und der andere ist aber sowas von tot. Ich würfel gerade nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Der bleibt stehen. Der will immer noch. Und aber du hast einen Zand in deinem Rücken. Ja, okay. Gut, aber das weiß ich ja nicht. Dann ist Raffi, ja klar, der hat dich eben versucht zu pranken. Raffi ist fertig. Serpentilio, 16. Sieht Tarnidin irgendwie besonders aus? Du siehst ihn noch gar nicht. Du siehst ihn noch nicht. Also, wenn du ihn sehen würdest, sein Gesicht ist verschleiert. Er trägt nicht so eine Art so einer Turban, sondern einfach so einen Überwurf. Und was ihn auszeichnet ist, was jetzt Zulamin und Abelmir erkennen können, er hat sich sein Gesicht mit Haut eines anderen Menschen überzogen. Der sieht auch so fies aus. Okay, machen wir es so. Ich werde erstmal eine Aktion mir einen Überblick der Sache verschaffen. Im Grunde orientieren, ohne mich zu orientieren, weil ich schon orientiert bin. Ja, aber Harley-Gin siehst du trotzdem noch nicht. Warum nicht? Da, ich, wenn stehst, ich irgendwie ein paar Schritt gehe, ist eine ganze Aktion-Position, wenn du dich umdrehst. Ja, ja, das meine ich. Eine Aktion, habe ich ja gesagt. Gut. Also im Grunde wie ein Orientieren, ohne das Orientieren. Ja. Und dann, wenn ich ihn sehe, vor allem ist der einzige gerade, der nicht engaged ist, ich zeige einen Zand. Ich sage auf Harley-Gin, ich rufe töten und los geht's. Gut. Das ist eine Kontrollprobe. Ich nehme an, sie ist erleichtert, weil sie den Zahn ein gefälliger Befehl ist, aber ich würfel sowieso auf die 23 oder 24. Bei mir stand eben die 20. Bei mir auch. Bitte was? Ja, also angezeigt wurde die 20, aber jetzt liegt eine 13. Ja, jetzt machen wir keine Angst. Das wäre sehr gut geworden. Dann gebe ich ihm die ASP für einen Kampf gegen eine Person mit einer Höchstdauer von 50 Kampfrunden. Ich weiß nicht, was das kostet, ist auch nicht so wichtig, finde ich gleich raus. Und dann zischt er los. Ja, Initiative 48. Ich werde ihn mal kontrollieren, ja. Stopp, Harley-Gin zieht vor. Vor dich. Vor die 48? Vor dich zieht er vor. Ah, das darf er. Er sprintet rein und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Ich möchte das nicht.
Und ich habe die höhere Inni. Das ist richtig, aber du siehst, dass er jetzt anprischt. Man muss aber niederreiten, ich glaube, schaff mir das, was ich will. Das wirst du gleich sehen, was er macht. So, Zulamin, du siehst, dass er ankommt. Kann ich, bevor er mich hier niederreitet, einen Schritt zurück hinter die Häuserecke tun und dann von da aus einen Passierschlag führen? Also ich ziehe den einfach mal weg und... Ich kann gerade meinen Token nicht packen, ich bewege irgendwie versehentlich die Pferde. So, Harley, ich mache jetzt einfach mal, dass Hassan da kämpft. Also wäre im Endeffekt nur ein Schritt zurück, um einfach nicht niedergeritten zu werden und ihn von der Seite... ja, zu erwischen. Ja, okay, gut. Lass ich zu. Echte Rondrianer halten den ja gegen. Das Schöne ist jetzt, Haligin prescht an dir vorbei. Moment, ich bin immer noch vor ihm dran. Ich habe gesagt, dass ich ihn angreife. Ja, du darfst ihm Passier schlagen. Er reitet an deiner Kontrollzone vorbei. Ich werde um 3 Punkte plus die üblichen 8. Das ist nicht geschafft. Nicht geschafft. Okay, Serpentilio, du bekommst ein Niederreiten angesagt. Ja. Aber bin ich nicht immer noch vor ihm dran? Du bist... Warte mal. Dann du hast ja auf ihn gewartet. Ja, aber dann kann ich ja in dem Moment handeln, wo er bei mir ist, oder? Mit mehr Inni geht das, oder? Fragezeichen? Also er steht jetzt hinter dir. Du müsstest dann eine Aktion Position machen. Also ich glaube halt, weil seine Bewegungsaktion auch gleichzeitig seine Angriffsaktion ist, greift er. Ja, das läuft wie bei einem Sturmangriff, läuft das im Grunde als eine Aktion, aber es sind zwei, was halt gar nicht gut mit dem Zwei-Aktionsschema hinterhergeht. Also ich glaube, du kannst ihm halt okay, nicht zu der Einfachheit halber. Tun wir einfach so, als würde er jetzt vor seinem Angriff hier stehen. So im Grunde nach seiner also Aktion. Also Zulamin, er ist von hier, ist er hier durchgeritten. Zulamin ist zur Seite gesprungen und hat ihn jetzt einmal passierschlagt. Ja, aber das sind also zwei freie Aktionen hast du bisher benutzt. Ja. Ich habe aktuell, ich glaube, 4. Ja. Kann sie sich jetzt noch positionieren und ihn zweimal angreifen, wenn sie am BHK ist. Genau, also das wäre jetzt aber wahrscheinlich eine echte Bewegungsaktion, weil er weiter ist in der Zwischenzeit. Das ist eine echte Bewegungsaktion. Bei der Kapuze packen und vom Gaul ziehen. Ja, aber was würfel ich dann da? Vor allen Dingen, du hast ihn ja versucht zu schlagen, wenn er und der von dir beigeritten ist. Ja gut, dann laufe ich ihm jetzt erstmal nach, gut, oder? Aktion Position, dann stehst du entweder an seiner Seite, ja, an seiner Seite. Ja, also ich meine, ich bin ja aktuell sehr, sehr schnell, also daran soll es nicht scheitern. Hm. Und glaub mir, du willst nicht hinter dem Gaul stehen. Du bist akzeleriert, ja. Und mache... Die Erschwernis gegen ihn ist eine +3, weil er auf dem Pferd sitzt. Genau. +4, weil du dich bewegt hast. Ja. Was mit Sturmangriff? Kann ich einen Sturmangriff machen? Kannst du einen Sturmangriff machen? Wenn du 4 Meter weg warst am Anfang. Hinweis, er hat einen anderthalb Hände und einen Schild. Ja, aber den anderthalb Hände hat er auf der rechten Seite und kann ihn auf der linken entsprechend nicht anwenden. Er sei denn, er ist Linkshänder. Ja, aber ich möchte nicht ohne Aktion neben ihm stehen. Also nehme ich die 4. Erschwernis, das ist eine 7er Erschwernis und damit kann ich keine so hohe Ansage mehr nehmen, dass es einen Unterschied macht, schätze ich. Niederwerfen? Also um ihn vom Pferd zu kriegen? Niederwerfen. Finde ich eine gute Idee. Das ist dann nochmal eine +4. Das heißt, ich würfle mit einer 11er Erschwernis und wir hoffen das Beste. Ich schick das! Oh, Wahrheit kommt wieder. Ja, wahrscheinlich. Wäre schon witzig. Reicht auch trotzdem nicht. Mein Punkt. Doch. Verbindet den Überzahl. Du kämpfst nicht. Ich habe einen Stab in der Hand, ich habe eine Inni, ich werde angegriffen, aber hallo, ich bin hier. Na gut, hast du also, ja recht. Das kannst du mir gerne sagen, wenn ich irgendwie hinter ihm stehe und halt mit dem Zauber am Fuchteln bin, aber nicht, wenn ich direkt angegriffen werde. Ist das mit der +3, ja, ne? Vom Pferd? Oh nein, die haben wir vergessen, oder? Doch, die habe ich eingerechnet. Okay, gut. Okay, das heißt, das Niederwerfen gelingt, aber er wird wahrscheinlich gut sein und damit kein Problem haben. Moment. Ach, musst du Schaden würfeln. Das ist das Schöne am Niederwerfen. Der Schaden ist gratis mit inkludiert. Was würfelt er denn gegen das Niederwerfen? Moment. KK erschwert um Schaden über Konst. Er pariert das nicht, oder? Er pariert nicht. Okay, das heißt, ich würfle ganz normalen Schaden und ich denke nicht, dass der Schaden dann auf die KK-Probe gehen wird, weil so viel mache ich nicht.
KK-Schwert und ja, dann auf keinen Fall. Ja, eben, das ist nicht über seiner KK. Also er hat einfach eine ganz normale, unerschwerte KK. Ja, er hat eine KK von 16, also nicht so viel. Oh, die Chance zu verkacken ist 30%. Nein, ja. Aber er verliert trotzdem 5 Punkte Inni. Ja, das ist nicht so schlimm. Ein W6 Inni. Ja, das hat er gewürfelt. Ja, 5. Er war auf der 30, minus 15, 25. Gut. Er hat ist er immer noch nicht ganz genug. Er hat eine Reiten, also er ist eben nur geritten und er möchte jetzt nicht regeltechnisch dich niederreiten. Er ist Haligin der Häuter und er hat jetzt zwei Leute, die gegen ihn sind. Das heißt, er wird, so wie es Haligin der Häuter tut, machen einen Klingensturm. Ich möchte noch anmerken, dass es noch zwei Trefferpunkte mehr waren. Das macht zwar für die KK-Probe keinen Unterschied, aber er kriegt den Schaden, oder? Dann kriegt er den Schaden, ja. 9 plus 2. Was hat er für eine Rüstung? Und ich selber hatte auch noch die Autofinte, also ist es auf jeden Fall geschafft gewesen. Ja, die Finte macht ja nichts. Plus 2 sind 11, minus 3 sind 8, ne? 11 minus 3 sind 8, ja. Klingensturm. Der Klingensturm kann angesagt werden gegen zwei oder mehr Kämpfer und dabei spaltet er seinen Attackeangriff einmal auf. Mhm. Und kämpft gegen euch beide auf der 14. 1, 2. Gegenpunkt. Er kann den Klingensturm nicht anwenden, da er auf seiner Schildseite nicht mit einer Attacke hineingehen darf. Geht der Klingensturm überhaupt mit Schild? Oder der war erschwert, kann das sein? Der Klingensturm geht mit seinem Anatalpender und die Klingenwand, also er kann die Klingenwand auch mit einem Schild machen, würde dann... Also ich kann das ja auch und ich meine, es gab da irgendeine Regel dagegen, aber ist egal. Warum sitzt du auf dem Pferd? Du darfst auf dem Pferd nicht klingensturmen. Klar. Nein. Warum nicht? Weil das in der Liste von Manövern, die du zu Pferde ausführen darfst, nicht drinsteht. Verdammt. Na gut, dann macht er Niederreiten gegen dich. Okay, das ist, glaube ich, um 6er Schwert oder so. Ja, und dann würfel ich eine... Was ist das, eine Reitenprobe? Ja, ich meine, mit Kampfreiterei kann er sich die vermutlich sparen. Ich wollte gerade sagen, dann ja, macht er einfach nur mit seinem... Er würfelt eine 1. Er schippt das. Also er würfelt das mal. warte, das ist die Ernst für seine Reitenprobe oder für seinen Angriff? Das ist sein Angriff gegen dich gewesen. Ja, der würfelt den bitte neu. Danke sehr. 12. Ist nur gelungen. Okay, dann wird er mich niederreiten, denn einen freien Angriff, ein gezieltes Ausweichen plus 8 kann ich nicht. Es hat nur 10. Also, warte, übrigens. Achso, ja, ist egal. Nur 10? Nur 10. Okay, zieh mal 3 von ab, dann sind das 7. Das ist immer noch eine Wunde. Aber nicht 29, Daro, 19 bitte, danke. Das ist immer noch eine Wunde, auf die ich mal ganz schnell eine Selbstbeherrschung würfle, aber ich mache mir da keine sonderlichen Sorgen drum. Und du hast kein Chip mehr. Puh, ich bin kampfunfähig. Möchte mir jemand ein Chip spenden? Du musst den Zand kontrollieren. Richtig, ich möchte mir jemand ein Chip spenden, sonst wird der Zand jetzt frei. Ich habe meinen leider schon ausgegeben. Habe ich meinen schon verwendet? Nee, hast du nicht. Dann kannst du meinen haben. Lustig. Damit ist dies gelungen und ich falle zwar zu Boden, ich mach die Gegenstandsprobe einfach gar nicht, ich falle einfach zu Boden, ne? Danke. Und bin aber noch handlungsfähig. Ja. Ich setz nicht mal. Ich ziehe ihn ein bisschen zurück, damit ich an meinen Token kann. Das ist alles gut, ja. So, das war der vorgezogene Haligin auf der 25. Jetzt gehen wir wieder zurück zu 16. Jetzt darf Serpentilio handeln. Du befehligst den Sand, hast du schon getan. 48. Mit einer Hand deutet dann nach oben. Töten! Und dann springt der Zand los. Er macht ein Anspringen. Dann haben wir noch mehr Token da in diesem Chaos drin. Genau. Damit ich dir jetzt keinen Scheiß erzähle, lass mich ganz kurz die Zobold heranziehen. Mit Biss oder mit Pranke? Anspringen mit Biss. Mit Biss, alles klar. Ich würfel mal die 12. Nee, warte, Sekunde. Dies ist nämlich erleichtert um... Er hat mir 18 gewürfelt. Das ist so schön, dass ich jetzt mal mit schlechten Zans gegen mich selber würfeln muss. Okay, dann ist es egal. Und dann prangt er noch einmal unerschwert hinterher. 20. zum Glück haben wir oft genug festgestellt, dass Dämonen nicht patzen können. Ja, das ist richtig. Dann ist der Zand auf der 48 fertig. Serpentilio ist fertig. Abel, mir 21. Ich würde jetzt, ich glaube, aus Schaden macht klug. Ich würfe jetzt einen Blitz, ich finde, gegen die beiden Pferde, auf denen die Herkinas reiten. Ich würfe einmal plus 2, dann musst du mal genug abziehen noch.
Gegen welche? Gegen die beiden Pferde von den Verkinas, die vor mir elektronische Erde stehen. Diese beiden hier. Genau. Mhm. Ist mir diesmal gelungen mit 14 Punkten, wenn die keine Magie sind, sondern so 14 haben, dann... Nee, haben sie nicht. Ist es mir gelungen, ich weiß nicht, wie viel ZFP, keine Ahnung. Die Pferde steigen wahrscheinlich hoch in die Luft und werfen ihr Reiter ab, hoffentlich. Ja, es ist eine Reitenprobe von beiden. Ich würfel eine exemplarisch. Das ist ein bisschen gelungen, aber weißt du was? Damit ich einfach mal dieses Chaos hier habe, entferne ich die beiden und nehme mir hier einen Ferkine 1 und da 2 und die haben aber noch keine Wunden. Das heißt, Sturzschaden, die fallen ja vom Pferd, oder? Sind 2W6, glaube ich. Plus 4. Aus dem Stand? Ja. Gut, die Pferde lasse ich einfach mal weg. 2W6 plus 4. Dann bekommen beide... Die kriegen übrigens eine neue Initiative, nämlich ihre Fußinitiative, abzüglich 5 Punkte. Ja. Minus 12, beziehungsweise minus 9 mit der Rüstung. Und die Inni ist was? Minus? Fußinni minus 5. Minus 5. Sie hatten 17. Dann geht dieser hier... Ach nee, sie haben 6 gewürfelt, minus 5, 23, dann sind sie auf der 18. Das war aber mir. Die haben zu Fuß eine 23er Inni. Ja. Weiß ich, okay. Die haben eine 6 gewürfelt. Aber mir, du hast noch eine Aktion. Die liegen auch, einer zumindest, der eine liegt vor mir auf dem Fußboden, auf dem Boden von aus, oder? Auf die könnte ich auch einschlagen, oder? Boah, im Prinzip schon. Dann würde ich das machen. Minus 3. Weil sie auf dem Boden liegen? Erleichterung. Erleichterung, ja. Dann durch plus 3 Luftschlag oder plus minus 0. Ist gelungen. 12, ja, Schaden. Ist da schon der Schaden, der neue mit Schaden dabei? Ja, mit plus 3 ist es, ja, genau. Gut, 10 minus 9. Minus 19. Dann bist du fertig. Hassan kämpft gegen den anderen. Ihr könnt einen Schuss krachen hören und Diamantes fällt wohl diesen Ferkiner Krieger, der hier ist. Störung C, Störung V. Dann nehmen wir den auch weg. Zustand tot. Was sag ich mit dem hier? Mit welchem? Dem am Seeufer. Der reitet. Der hat jetzt gerade eben noch der das Licht eine, untersucht und merkt, der würfelt eine Springprobe. Der springt jetzt mit seinem Pferd die Klippen hoch. Doppelt 20. Aua. Oh Gott. Und sein Pferd bricht sich die Beine. Und er sich das Genick hoffentlich. Und ich würfel eine Körperbeherrschungsprobe für ihn. Und er kämpft ohne Pferd. Hier weiter. Moment. Das nehmen wir weg, das tun wir dran. Das ist aber mit gebrochenen Beinen da irgendwo und er ist hier. Zustand löschen. Und ja, bleibt erstmal stehen. Der ist tot, der ist kampfunfähig. Aber ich habe noch eine Aktion. Warte, wir sind noch lange nicht fertig. Okay. Abelmir ist fertig, der Häuter ist fertig, die Ferkiner-Krieger, genau, das ist jetzt das, was ich noch gemacht hätte, die Reiter. Und jetzt ist Tsunami. Ich habe immer noch die 3 Erschwernis, weil er auf dem Pferd sitzt. Ich mache einen Siener Wuchtschlag dazu, also würfel ich mit einer 10er Erschwernis eine Attacke. Und die gelingt. Ja, schon. 13 minus 3 sind 20? 20. Das sind 17. 1, 2, 3, Selbstbeherrschungsprobe. Die ist gelungen. Dann bekommt er eine Wunde. Muss gerade mal gucken. Seine Konstitution war, glaube ich, 17. Und er ist eisern. Dann hat er eine Wunde, eine zweite Wunde auf der 19. Das ist eine Wunde. Gut. Dann, nächste Kampfrunde. Rafim. Zahn zieht vor. Okay, Zahn zieht vor.
Pantfett einmal beißen und einmal pranken. Warte, ich überlege einmal kurz. Du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun. Ja, ich überlege, ob ich pariere. Aber du hast ja gesagt, ich darf keinen Klingen. Ja, ist ja richtig. Gut, so, also. Klingen Sand. Kannst du sowieso klemmen. Was hast du gesagt? Zweimal Pranke, einmal Biss? Einmal, ja, muss ja. Eins, zwei. Er darf das nicht aufspalten. Er muss einmal Pranke, einmal Biss nehmen, jede Runde. So, die Pranke ist gelungen. Die Pranke ist gelungen, der Biss ist nicht gelungen. Ah, wie schade. Dann erstmal 1W6 plus 4. 1W6 plus 5. Für die Pranke. Okay. 7 minus 3 sind. Dann vier. Bitte eine unerschwerte KK-Probe. Sorry, eine um 4 erschwerte KK-Probe. 4 und 6. 2 gelungen. Und dann ab nächster Runde jede Runde 1W6 Säureschaden. Stimmt, Folgeschaden Säure. Aber das ist nur beim Biss, nicht bei der Pranke. Meine ich. Folgeschaden Säure? Nur bei Biss oder im Handgemenge. Oh, ja, er ist ja nicht auf H. Ja, wir aber. Na gut. Denn wir haben genug Inni, um dies zu forcieren. Und ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun. Ach so, stimmt. Ja, du hast recht. Gut. Okay, dann geht der Zand auch auf Distanzklasse H. Und kann dann dem Pferd Säureschaden verursachen. Also, ja, aber nicht mit Absicht. Gut, das war der Zand. Er ist ja auf ein Ziel angesetzt. Er darf das Pferd nicht angreifen, selbst wenn ich wollte. Raffi? Ja, ich möchte den Typ vor mir angreifen. Möchte der hervorziehen? Der nicht, aber der andere setzt zum Sturmangriff an. Nicht unvernünftig. So, ich würfel beide zusammen. Der eine ist verletzt. Das müsste er aber schaffen. Und der andere schafft seinen Sturmangriff. Da kommen immer mehr Ferkinerkrieger für Raphim. Ja, mach Schaden. Achso. Ich möchte zweimal angreifen. Du möchtest zweimal angreifen. Ja. Dann Steinaxt, 1W4 und 1W4 plus Sturmangriff. Sind 7 plus 4 plus nochmal 4. 15, ich gebe dir eine Zone. Mehrdarm. Macht wieder einen Schaden. Ich habe einfach keine Wuchtangriffe, weißt du? Ich vergesse immer Wucht gegen dich. Aber die haben halt auch keine guten Angriffe. Und denkst du im Übrigen dran, dass sie jedes Mal, wenn sie ihn hauen, eine Bruchfaktorprobe ablegen müssen? Mit der Steinaxt, ja, ist klar. Ja, wie juckt das? Sie könnten natürlich jetzt ihren Stein durchziehen und auf einen gezielten Stich gehen. So, das war Raphim. Du darfst angreifen. Genau. Ich nehme an, die sind beide dann in der falschen Klasse. Die sind beide auf N. Die greifen in ihrer optimalen Distanzklasse macht an. Macht ja auch nur Sinn. Dann ist es einmal um 6 erschwert, das klappt, und einmal um 10, weil ich offensiv umwandle. Ich würde in beiden Fällen treffen, der eine dürfte noch parieren, der andere hat ja keine Aktion mehr. Richtig, weil er Sturmangriff ist. Ja, er pariert, oder weicht aus, muss er ja. Mit der Distanzklasse könnte das... Ist das gelungen? Ausweichen erschwert um 4 bei der Distanzklasse. Dann nicht. Mache ich zweimal Schaden. 17 für den ersten. Genau, der ist tot. Der hatte schon zwei Wunden. Zustern, tot. Und der zweite kriegt 38 in den Kopf. 38? Ja, wegen Kopf. Oh, ach so. Junge. Achso. Warte, dann aber erst. Beschreib die Szene. Achso. Ja, Raphim hat den Zand hinter sich gewissentlich ignoriert. Würde jetzt einen Ferkiner nach dem anderen abschlachten. Da springt der eine noch heldenhaft über die Klippe, während sein Pferd unter ihm wegstirbt. Nur um vorzupreschen, und Raphim schlägt ihm mit einem einzigen Schlag den Kopf ab. Gut. Das war Raphim auf der, ich glaube, 12. Serpentilio 16. Du hattest diese Runde noch nichts gemacht. Das war nur der Zand. Der Zand ist kontrolliert, der hat seinen Befehl, und den muss ich mir nicht mehr kümmern. Richtig? Ich möchte vom Boden aus die Distanzklasse erhöhen. Bitte, danke sehr. Okay. Also erschwert um einen Angriff, also ein Angriff erschwert um 4, erschwert um 7, das macht keinen Sinn. Nö. Also warte, ich kriege aber keinen Verschiedstock, wenn ich nicht schaffe. Also ja, ich möchte versuchen, die Distanzklasse zu erhöhen, und das gelingt nicht.
Gut. Das gelingt nicht. Möchtest du noch was machen? Du kannst umwandeln. Kannst du überhaupt umwandeln? Nee, kannst du wahrscheinlich nicht. Nein, ich kann nicht umwandeln. Das werde ich am Anfang der Kämpfe runter sein. Ja. Also halte ich einen Stab über mich und hoffe aufs Beste. Ja, abtrünnige Ferkinas zu Fuß. Wir finden jetzt heraus, was Harletin der heute für eine Magieresistenz hat. Ich ziehe aus dem Stab einen Salander mit Hande. Okay. Stab ziehen ist gelungen. Ich knacke die 10. Reicht das oder nicht? Er ist 11 im Buch. Oh, du Pisser! Ja, okay. Dann verpufft der Zauber rückungslos. Was war das für ein Salander? Der hat ihn in eine Kröte verwandelt. In eine Kröte, okay. Oh. Keine Sorge, Salander ist billig, den holen wir wieder. Also der Zand ist durch, aber Harletin noch nicht, oder? Nein, Harletin noch nicht. So, das war Serpentilio. Jetzt kommen die abtrünnigen Ferkiner zu Fuß. Unten bei Rafim ist alles tot. Der andere Ferkiner kämpft gegen Hassan und der andere kämpft gegen Abelmir. Der liegt noch auf dem Boden und der hat einen Wurfspeer. Und ich möchte vom Boden aus gerne den Wurfspeer in Abelmir bohren. Das ist eine Erschwernis von 3. Und ich sag gezielten Stichern, weil ich es kann.